Aber wie gesagt, normal kann ich schon mehr vertragen wie drei Gläser Champagne. Servus, willkommen im Sportcenter Peter Hensel. Wir sind hier an der Bar. Machen wir eine Roomtour jetzt. Also hier haben wir einen Coast-Bereich und Functional-Bereich. Das ist ein Gym 80 Functional-Ton, extra für uns gebaut. Mass hier fertig, hier kann man alles dran machen. Rucksack einhängen, TX-Bänder, für Dips da und also es ist alles da. Und die Kurse, die hier so anfallen, die werden hier noch gemacht. Hier in den Raum. Equipment hier steht alles da, was man so braucht. Ja. Und dann gehen wir rüber hier. Jetzt sind wir wieder hier rechts an der Bar. Links ist unser Trainerpoint. Hier drüben ist unser Cardio-Bereich. Wir haben nochmal investiert. Was in 5 Wochen kommt, haben wir nochmal ein paar Maschinen. So eine Duplex, ein Max-Rack, ein Half-Rack. So ein Bodybooster für die Frauen, für den Hintern trainieren und für den Wechsel nochmal eine Schrägbank, eine Zustütze dazu. Von Gym 80 alles. Kommt für Mitte September. Nochmal den Gerätepark ein bisschen pushen. Du bist ja von Gym 80 gesponsert worden, gell? Kann man vielleicht da so kurz sehen? Ja. Ja. In den 80er Jahren mal kurz. In den Anfängen von Gym 80 noch. Da haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit, jetzt weniger. Aber ich habe natürlich immer noch so meine Vorteile bei Gym 80. Ist ja auch beste Trainingsgerät, muss man so mal sagen. Ja. Also nicht weil es ein deutsches Produkt ist, sondern weil es einfach unverwüstlich ist. Ich habe ja mehrere Generationen Gym 80 Geräte drin und die sind wirklich ihr Geld wert hier. Hier haben wir noch so eine Straße für Brust und Schulter. Und hier haben wir so ein, das sind die neuen Signum von Gym 80, die neuen Signum-Geräte mit Computer alle dran, Ganzkörper, kann man Zirkeltraining dran machen, man kann so eine Chipkarte, kann man im Computer hier seinen Chip reintun und sagt er dir alles an, welche Gewichtseinheit, welche Einstellungen und so, wie viel Wiederholung, was für ein Tempo du trainieren willst. Ja. Muss man aber ehrlich sagen, wird nicht so viel benutzt, die Computer. Die Geräte ja, aber die Computer nicht so. Hier haben wir den wieder so eine Station, ich versuche mal so Muskelgruppen zu machen. Für Bauch da drüben, untere Bauchmaschine, Oberbauchmaschine, dann die Woman Chairs, Crunchbank, Beinhebegerät für Hyperextension. Und hier auch ein Rückengerät, Strecke, Curler, Po-Maschine in der Auto. Dieser Bodybooster, der neu kommt, der kommt dann noch hier vorne hin. 3 Warnstationen, eine Donkey, sitzende Waren und eine stehende Warnmaschine. Mein Spezial-Kniebeugeständer hier ist ja noch der alte von Gym 80, aber der ist natürlich von den Abmessungen zur Handhabung ideal. Den finde ich besser wie den ganz neuen. Bei den ganz neuen können wir nur die Finger an. Der ist top, absolut top. Und die Stange ist ja besonders, gell? Und die Stange habe ich schon über 30 Jahre. Die ist schnurgerade, da habe ich schon Unmengen Gewicht mit gehoben. Und die ist ab 300, wird sie zwar weich, aber sie ist halt ist eine wirklich gute Stange. Wie viel hast du gebeugt zu deiner besten Zeit? 360. Aber ohne Heberanzug. Also nur mit normalen Bandagen, ohne Heberanzug. Jetzt
Manche sagen halt, ja, das war ja nur ein Hofknicks oder so. Was heißt Hofknicks? 90 Grad gebeugt. Vielleicht für einen Powerlifting-Wettkampf wäre das ungültig, weil ich tief genug war. Aber habe ich nicht gemacht, also so wurscht ist. Wenn er jeder besser kann, soll er besser machen. Ja. Aber dafür habe ich 300 Kilo Sitzkniebeuge gemacht. Hier im Bild. So ein Hocker, so ein Holzhocker. Und dann wird unter 90 Grad sitzen, abgesetzt und dann wieder aufgestanden. Müssen wir machen. Wird mir nicht brauchen. Überall. Und du tust ja normalerweise jetzt auch noch Kniebeugen und Kreuzheben. Ja, das mache ich auch, wenn ja. So, noch ran, ganz ordentlich so. Wenn man alt ist, ja richtige Gymnastik. So. Hier haben wir noch so eine Dip-Maschine, so eine Trizep-Maschine, Bizep und dann ist auch nochmal eine Trizep-Maschine. Die gibt es hier von gemacht, die wollen sie aber wieder. Jetzt die Trizep-Maschine, die über Kopf hier. Die wollen sie jetzt wieder auflegen, nur die bauen sie jetzt wieder neu. Ja. Und dann aber, da kommt dann für den Kniebeugenständer, der kommt weg, da kommt dann dieses Half-Rack hin, die neue, die Beinpresse, die Multipresse bleibt, die hintere Multipresse kommt weg, da kommt ein Wechsel dafür hin. Ja, so also einen Nackendrückerstuhl für die freien Nackendrücken und haben wir sie von der Serie damals die Farbe aussuchen können? Ja, ich habe die mal gesehen, die Farbe in Stuttgart in einem Studio bei ein paar Maschinen, die fand ich damals toll. Weil wenn da alle weiß sind, irgendwie bringst du Farbe mit in die Reden rein, nimm mal die Farbe, die fand ich damals erfrischend. Jetzt habe ich den hier gewechselt hier, siehst du jetzt, für diesen Anthrazit-Matt und diesen Ruby-Polsterton. Ja, die beiden Türme als Crossover in der Mitte, hier noch eine Rudermaschine, das ist wirklich, also die hier, die Rudermaschine ist sensationell. Ich habe ja in meinem Leipzig-Studio, habe hier auch noch alles gemacht, auch noch andere, das ganze duale System. Das ist ja so ein Drückerbänke, der Schrägbank, hier unser für Kreuzheben, Kurzhantelbereich, Langhantelbereich. Mit geeichten Scheiben, gell? Ja, das ist ja Leiko hier, das ist natürlich Wettkampfhantel. Ja. Kurzhantel haben wir bis 50 Kilo. Reicht. Mehr Viecher haben wir nicht. 13. Wenn kaum benutzt, wenig. Und hier haben wir da mal dann noch so einen Stretching-Raum, da kann man sich zurückziehen und kann sich so eine Dehnung machen. Hier, da ist auch eine Tafel noch, so eine Flex-Area, da kann man vom Pavi-Gym, da sind die Übungen drauf, dann kann man hier Dehnungsübungen machen. Ja, hier haben wir noch die Hackenschmetter, Kniebeugenmaschine, Beinpresse. Und die 40 Kilo Scheiben. Ja, die sind davon gemacht, sich für das Grundgewicht. Gerade bei der Beinpresse und so, da trainiert man schon mit ein bisschen mehr Gewicht. Oder hier für die Kniebeugemaschine, der wo schon 400 Kilo dran macht. Ja, geht schon. Links Toiletten, Spinne, Duschen. Sonst warten wir da jetzt nicht reingegangen zum Filmen. Ja, kleine Sauna hier. So eine Salzwand ist in der Sauna drin, sodass man diesen
die Aerosole da einatmen kann. Und man kann ja hier auch sehen, wie Salz hier austritt. Ja? Ist gesund für die Atemwege. We'll be right back.
Do it! Come on, come on!